Was für ein Spiel. Die letzten Wochen waren ja nicht ganz so erfolgreich. Und heute am letzten Spieltag, wenn es drauf ankommt, habt ihr nochmal voll einen rausgehauen. Was sagst du so nach dem Spiel? Ich glaube, meine Beta-Blocker haben heute richtig angeschlagen. Vielen Dank an den Arzt. Nee, absolut. Also wir waren richtig eingestellt, waren alle komplett heiß. Dann wurde man natürlich noch von der Riesenatmosphäre hier getragen. Also die Jungs im Block haben richtig Stimmung gemacht. Und dann braucht es immer viel, um das auch auf dem Platz dann rüber zu kriegen. Und das haben wir heute geschafft. Auch wenn wir dann gegen Ende noch das ein oder andere Tor zu viel bekommen. Aber scheißegal, wichtig war, dass wir hier einen Punkt holen. Wir haben 3 geholt, Minimalziel erreicht, Relegation. Und das gilt jetzt heute zu feiern und ab morgen dann gleich wieder die Euphorie mitzunehmen, damit wir dann am Sonntag zu Hause vorlegen können. Ja, über eins müssen wir auf alle Fälle noch reden. Ich glaube, knapp 7 Minuten mal eingespielt. Kopfballtor, Lukas Kling. Was war das für ein Gefühl? Ja, das mache ich auch nicht alle Tage. Und der Witz war halt noch, dass ich davor mit dem Schaller über meine Haarpracht gewitzelt habe, dass ich über meine Haarspitzen heute einen mache. Und so wie es halt dann ist, dann mache ich einen. Also ich glaube, jetzt witzeln wir vor jedem Spiel, machen wir das dann. Dann mache ich vielleicht nächstes Mal auch noch eins. Okay, da würde ich auch mitmachen, weil ich trage ähnlich wie ihr meine Haare auch offen. Zur Halbzeit musstest du dann raus, verletzungsbedingt. Was war los? Ja, hier erste Halbzeit blocke ich einen Ball mit dem Kopf, wo es dann Ecke gibt für Bissingen. Und dann nach dem Abpfiff, wo dann Adrenalin runtergefahren ist und so, habe ich dann gemerkt, mir ist schwindelig geworden. Und dann vorsichtshalber raus, damit dann Sonntag wieder alles fit ist. Ja, du sprichst schon bereits am nächsten Sonntag jetzt das erste Relegationsspiel. Wird, glaube ich, auch knüppelhart nach dem Spiel heute. Aber ich glaube, genau diese Tugend, da müssen wir halt wieder reinstecken. Ja, klar, das wussten wir vorher, was auf uns zukommt. Ja, wir haben gute Physios, gute Bedingungen, um uns da dann darauf zu vorbereiten, zu regenerieren. Das werden wir alles voll ausnutzen. Und jetzt gilt es halt noch, die restlichen, noch eine Woche voll durchzuziehen und dann hoffentlich mit dem Aufstieg in Urlaub zu gehen. Ja, Johannes, dein Mitspieler hat gerade gesagt, habt Goalgetter. Ja, kommt nicht so oft vor. Nee, kommt nicht so oft vor. Ich glaube, beim ersten Interview, das wir zusammen hatten, habe ich gesagt, einmal im Jahr sollte es reichen. Hat Gott sei Dank heute gereicht, dass wir dann den Relegationsplatz uns gesichert haben. Ja, trotzdem habt ihr es trotz 4-1-Führung dann irgendwann doch noch ein bisschen spannend gemacht. Es wäre ja nicht Kickers, wenn es nicht spannend wird. Ja, eben. Ein bisschen Unterhaltung für alle. Ja, Unterhaltung war da. Jetzt haben wir nochmal 2 Spiele Unterhaltung. Da muss man auch nochmal konzentriert an die Sache rangehen. Ja, mit Sicherheit. Also die Offensivleistung, die wir hier heute gezeigt haben, mit 4 Toren, die wir alle gut rausgespielt haben, gut gekontert haben, auch teilweise zusätzlich noch die Stabilität von der ersten Halbzeit komplett, dass wir jeden Zweikampf annehmen, jeden Zweikampf gewinnen und dann auch diese 50-50-Aktion wie beim 3-4 war es, glaube ich, für uns entscheiden, somit, dass wir hinten stabil stehen und vorne die Dinger reinmachen. Ja, das ist, du sagst es, ich glaube, das sind die wichtigen Worte. Jetzt nochmal regenerieren und dann auf die Blaue. Genau, wir regenerieren jetzt 2 Tage, geben alles, bereiten uns optimal vor und nehmen jetzt die ganze Euphorie mit, die auch die Fans in uns mitbringen. Ärger tut mir eigentlich das, dass wir das Spiel voll im Griff gehabt haben und es ein bisschen spannend gemacht haben. Aber man sieht es ja gerade permanent, Relegationen auch, Wiesbaden und so weiter, was im Fußball gerade eben alles passiert. Fast unmögliche Situationen werden noch gedreht. Und wir müssen uns halt vorwerfen, dass wir unsere Konter nicht besser ausgespielt haben, wo wir etwas zu tief gestanden sind. Dann haben wir zumindest die Möglichkeit, sie besser nach vorne zu machen. Grundsätzlich haben wir in der zweiten Halbzeit es nicht mehr geschafft, immer wieder Druck auszuüben. Alle Einwechslungen haben zu lange gebraucht, bis sie dann im Spiel waren. Und dann war es natürlich nochmal schwierig. Grundsätzlich sind wir aber natürlich froh, dass wir unser erstes Ziel erreicht haben. Sie haben gerade Einwechslungen bzw. Auswechslungen angesprochen. Bei Lukas Kling sah es ja, glaube ich, sieht es ganz gut aus. Er war zumindest jetzt positiv gestimmt. Wie sieht es aus bei Patrick Aurach? Auch der ist ja humpelnd vom Platz. Nein, alles in Ordnung. Also wir gehen hier raus aus dem Spiel mit keine größeren Verletzungen. Aurach war klar nachher dem Muskelfaser im Oberschenkel, da 60 Minuten rumgehen. Es war dann eigentlich alles klar. Wir kriegen das Gegentor, dann hat er nochmal 5 Minuten müssen. Dann habe ich ihn raus. Beim Landeka war das Gleiche. Aber wir haben ja auch noch frische Spieler, die wo dann am Sonntag auch eben reinkommen können. Also wir sind aus dem Spiel auch gut rausgekommen, mit keinem gesperrten Spieler, mit keinem verletzten Spieler.
Gut, wollen wir dann natürlich auch ins nächste Spiel reinkommen. Wie bereiten Sie die Mannschaft darauf vor? Ich meine, es geht ja schon am Sonntag weiter. Heute war es warm, war relativ intensiv. Ich habe hier irgendwas von Eistonne gehört. Ja, ist ja immer das Gleiche. Es geht jetzt um Regeneration. Ich meine, das ist ja normal. Letztendlich ist es aber für alle Mannschaften gleich. Also wirklich spielen wir erst daheim. Ich habe ja das gleiche Thema. Sicherlich wird es dann darauf am Mittwoch ein anderes Thema. Der Alzenau hat dann Pause, mehr Pause. Aber jetzt braucht gar keiner jammern. Also wir haben auch frische Spieler. Es wird klar intensiv, aber wir sind ja einfach glücklich, dass wir überhaupt in der Situation sind, dass es nochmal richtig intensiv werden kann. Das heißt, Urlaub verschieben, Mund abwischen und am Sonntag alle nach Degerloch. Jawohl. Alles klar, auf die Blaue. Auf die Blaue.